Hallo alle zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Kerbal Space Program. Die obere Stufe ist fertig. Jetzt geht es weiter mit der nächsten, wahrscheinlich, nehme ich mal an. Bring unter dem Terrier noch einen TD-12-Stapel-Entkoppler an. So, den hier. Zack, haben wir. Ja, das haben wir gesehen. Das ist eine Verkleidung, die dann hier angebracht wird. Zwei mittlere TL-400. Also eins. Wie war das jetzt? Und zwei. So. Marschtriebwerk, das vom Start bis weit nach der jetzt wird es kurz wissenschaftlich. Die Leistung eines Raketentriebsets wird durch den spezifischen Impuls gemessen, der von den atmosphärischen Drücken seiner bla bla bla. Okay, so wie die obere Stufe ein Triebwerk erfordert, das gute Leistung im geringen Luftdruck größere Höhen erbringen muss, brauchen wir für die unteren Stufen Booster, die mehr Leistung in den dichteren Luftschichten nahe der Startrampe ermöglichen und damit die Rakete den Übergang vom Schaft benötigt sie ein Marschtriebwerk, das sich leistungsmäßig normalerweise zwischen und das große Spektrum LVT-45 Schwenker. Der hier. Das ist das große. Schub 167 und der hat hier ja gerade mal 14. Gut, haben wir. Schwenker, Schubbegrenzung auf 65%. So. Ja, okay, haben wir gemacht. 65%. Jetzt kommt der Radikalkoppler. Das ist der hier. Rechtsklick zweimal, dann sind wir im Zweifachmodus. Die setzen wir mal hier an. Denke ich mal, will er sie haben. Untersten Tank. Also hier. Gut. RT-10 Hammer. Also im Zweifachmodus sind wir ja. So. Wert 50. So. Das müsste dann für beide gelten. Ja, gut. Bugnasen. Zweifach haben wir noch. Das sind die Bugnasen. Die kommen jetzt hier noch drauf. Zack. Okay. Flossen auch noch. Im Vierfachmodus. Oh, das war zu viel. Vierfachmodus. Wie mache ich das denn? So.
würde ich mal sagen. So. Jetzt wieder zweifach. Und die Geschichte da dran. Sieht doch gut aus. Ich glaube, das war richtig so. Ach, sieht doch in einer rechten Rakete aus. Weiter. Wir haben jetzt alle Komponenten für eine einfache Nobita-Rakete. Also ich lese das jetzt nicht immer alles vor. Ne? Gut, dass ich das für die... Okay. Das haben wir gemacht. Wenn die leer sind, schalten wir da drauf. Dann geht das weg. So, das haben wir gemacht. Die beiden starten zusammen. Wenn die leer sind, machen wir die. Koppeln das ab. Wenn das leer ist, das große. Und dann kommt das Laufwerk, sage ich schon. Ja, haben wir. Okay. Aktionen. Aha. Abbrechen. Entkoppeln. Stofftank. Ausschalten. Triebwerk ausschalten.
Nee, halt. Zurück. Da sollte ich drauf. Und entkoppeln. Also Entkoppler haben wir auf Entkoppeln. Treibstoff. Ach so, halt. Machen wir nochmal weg. So, das. Und das. Ausschalten. Dann die Radialkoppler. Entkoppeln. So ist richtig. Kompliziert, kompliziert. Das habe ich noch nie so gemacht. Also für mich ist das auch das erste Mal, dass ich das so intensiv mache, wirklich. Weiter. Fertig. Ja, gehen wir mal zum Start, wa? Und dann... Jebediah. Ich gebe den und dem Triebwerk mal ein bisschen weniger Schub und dann starten wir mal. Das machen wir mal an. Sieht doch gut aus. Soweit. Sobald die leer sind, gebe ich Vollstoff mit dem Kleinen hier, mit dem. Mit Y. Mache ich jetzt schon mal. Ab. Oh. Up, up and away. In die Sonne. Sehr interessant. Gehen wir mal voll Schub.
Das kommt dann in späteren. Oh, gut. Das hat geklappt. Dann würde ich mal sagen, wir machen das mal. Wir gehen mal zurück. Trotzdem verlassen. Das war das Szenario mit Expertenbau. Und als nächstes käme dann der Ab in die Umlaufbahn des Tutorials. Das werden wir aber beim nächsten Mal machen. Ich mache jetzt hier mal die Folge zu Ende. Es sind nur noch 3 Minuten. Das lohnt sich jetzt nicht, das nur anzufangen. Bedanke mich fürs Zusehen, dass ihr hierher gefunden habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Da geht es dann in die erste Umlaufbahn. Bis dahin, tschüss.